Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Gestärkt mit einem kräftigen Schluck Kaffee können wir jetzt weiter questen. Apropos Quests, wir schauen ja sofort nach. Was können wir denn als nächstes für die Berserker tun? Wie gesagt, die Quest sparen wir uns auf noch. Das ist ja quasi unsere Aufnahmsprüfung quasi für die Berserker. Das lassen wir noch ein bisschen. Verbotene Technik. Am Schlund, was? Technik, die am Schlund liegt, gehört nicht in fremde Hände. Der Warlord Angrim möchte, dass ich ihm die defekte Alex-Waffe aus der Hütte beim Schlund bringe. Er braucht die für seine Experimente. Kruze Türken. Was für eine Hütte? Fuck. Muss jetzt da wieder hin. Leck mich am Buckel. Oder haben wir die etwa? Die haben wir, glaube ich, ne? Habe ich die mit aufgehoben, unabsichtlich? Oder ist es einfach der Presslufthammer? Den kriegt er nicht. Den kann er, den behalte ich. Apropos Presslufthammer, bevor wir den eventuell abgeben müssen. Warte mal. Da gab es doch da hinten irgendwo. Wo sind denn diese Setzer gewesen? Wow. Die waren da unten irgendwo, ne? Heureka! 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 Wir können uns jetzt raufporten, also ist das jetzt gar kein Thema. Ein Rüstungsschmied! Finger weg von meiner Schmiede. Ich kann es nicht leiden, wenn Leute meine Hämmer durcheinander bringen. Jeden Tag bearbeite ich das Metall, um Waffen und Rüstungen für unsere Leute herzustellen. Wenn mir aber das Werkzeug fehlt, wird es nichts mit der neuen Rüstung. Also ist man gut beraten, mich nicht unnötig von der Arbeit abzuhalten. Diese Synchronstimme kommt mir irgendwie bekannt vor. War das in Skyrim der Drache? Wie hat er geheißen? Fëanor? Nur mit ein bisschen mehr Schnauben dabei. Weiß jetzt gerade nicht. Mir kommt es irgendwie bekannt vor. Welche Vorteile bieten deine Rüstungen? Ja, dass wir mehr aushalten. Was fragst du denn so dämlich? Wann kann man eine bessere Rüstung bei dir bekommen? Das ist noch interessanter. Fragen wir natürlich blöd nach. Wir sind Anfänger. Wir haben Welpenschutz. Also. Welche Vorteile bieten deine Rüstungen? Das will ich dir gerne erklären. Je nachdem, welchen Rang jemand bekleidet, empfiehlt es sich, eine bestimmte Rüstung anzulegen. Als Setzer sieht man sich schließlich mit anderen Herausforderungen konfrontiert als ein Krieger oder gar Erzberserker. Nur ein Beispiel. Bei der Rüstung eines Setzers achte ich darauf, dass die Bewegungsfreiheit bei der Feldarbeit so gut wie nicht eingeschränkt ist. Aber eine Kriegerrüstung muss im Kampf robust sein und größtmöglichen Schaden von ihrem Träger abwenden. Wie kann man bei dir eine bessere Rüstung bekommen? Wann kann man eine bessere Rüstung bei dir bekommen? Ich bin nur befugt, Rüstungen auszuhändigen, um die man sich verdient gemacht hat. Einem Setzer ist demnach nicht gestattet, die Rüstung eines Erzberserkers zu tragen. Wenn es also dein Ziel ist, bis zum Erzberserker aufzusteigen, dann tu etwas dafür. Ja, aber ich hab Rückenweh, ich hab Fußspatzen vom Findlaufen, meine Alex-Börse ist komplett leer, weil ich für euch Deppen immer was ausgeben muss und kaum was zurückkriege. Ja, und dann schau mir mal an. Mir ist immer furtkalt, schau die Fetzen an, die ich tragen muss und du willst mir nichts geben. Schäm dich. Ja, solche Probleme habe ich als Held. Ja, die Welt ist so grausam. Ja, zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Oh, das höre ich gern. Ei, ja. Hornschwert. Ein paar Deichsel, das ist... Aha. Das ist die Waffe, die mit der uns der Wirt niedergeschlagen hat. Ja, da brauche ich nicht schauen. Schau mal, 62 Schaden. Ich denke, das wird das bessere gewesen sein.
Da gibt's ein Hornschwert, ein einfacheres mit 28, das glaube ich fast nicht. Ich glaube eher, der hat uns mit dem oberen, mit dem Stufe 2 Hornschwert umgeschnalzt. Das erklärt so einiges. Da kann ich schon draufhauen mit meiner stumpfen Waffe. Das wird nix. Hast du irgendwas für uns? Werkerrüstung, die haben wir selber. Oder? Paradestärke und Rüstung. Muss ich schauen, was wir eigentlich anhaben. Die könnten wir uns sonst voll leisten. Warte, was haben wir denn? Verkaufen kann ich ja schauen, ne? Wir haben gar keine Brust? Echt? Warte. Der rennt schon wieder fort. Die haben es immer so eilig. So, wir tun mal speichern. Auf den vierten Platz. Und so. Haben wir wirklich gar nichts? Also ich meine wirklich im Oberteil, das ist... Das wird als nichts bewertet, oder was? Technik wird hier nicht gerne gesehen. Das ist keine Technik. Das sehe ich mir nichts an. Halt! Der rennt fort. Bleibst du stehen? Sitz, Platz. Mach Platz. So, gib mir was. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Das brauchst nicht, weil aber... Ich hätte gern Rüstung. Ich hätte wirklich gern diese Werkerrüstung. Die schaut nämlich echt nicht schlecht aus und wir können die tragen. Also gib mir die bitte. Ach, wenn wir jetzt pleite sind, aber ist mir wurscht. Ich hoffe, das hat hingehauen. Ich habe eh gespeichert, schauen wir mal. Also die Brüst. Die Werkerrüstung. Ja. Ja, schau mal. Das schaut nach was aus. Ja, super. Oder? Jetzt zieht es auch nicht mehr so. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das ist schon besser. So, dann kann der Schmied auch mal sich verschüssen. Sehr, sehr gut. Also, als nächstes. Alter Schwede. Wer bist du? Hakon. Müssen wir mit dir reden? Ah, schon wieder ein neues Gesicht in der Stadt. Auf der Flucht vor diesen von Elex mutierten Alps? Ich sag dir, es wird langsam Zeit, sie auszurotten, wenn du mich fragst. Moment. Ist das die Synchronstimme von Varian Wrynn aus World of Warcraft? Ich glaub. Oh, ich mag ihn schon. Die Stimme ist sehr, sehr schön. Da kann ich nur zustimmen. Ich bin ein Alp. Bist du wahnsinnig? Das darf man nicht sagen. Du redest vom Völkermord. Da kann ich nur zustimmen. Was auch sonst. Diese verdammten Bastarde bauen ihre Konverter in unser Land. Sie verpesten unseren Boden. Und sie töten unsere Leute. Es ist an der Zeit, dass die Nebelkrähen ausrücken, um zurückzuschlagen. Kommt mir das nur so vor, ist deine Zunge etwas violett. Vielleicht hat er Elixit gegessen, dieser Wahnsinnige. Was? Du bist offenbar ein ganz spezieller Freund der Alps. Wieso hast du die Alps so sehr? Bring mir was bei. Spezieller Freund? Du bist offenbar ein ganz spezieller Freund der Alps. Wundert dich das? Die verdammten Blasshäute haben erst vor kurzem einige meiner Nebelkrähen überfallen. Sie haben sie alle umgebracht. Keiner meiner Männer hat den Angriff überlebt. Und jetzt muss ich zusehen, wo ich neue Leute herkriege, um diese Alps zu finden. Wieso hast du die Alps so sehr? Du willst Alps jagen? Bring mir was bei. Dann fragen wir halb blöd weiter. Wieso hast du die Alps so sehr? Warum? Ganz einfach. Die Alps sind so voller Elex, dass von ihrer Menschlichkeit nichts mehr übrig ist. Und Elex steht gegen alles, wofür wir stehen. Das sieht man schon an ihren Konvertern. Wie emotionslos muss man geworden sein, um eine Maschine zu entwerfen, die Menschen, Tieren und Pflanzen ihr Elex entzieht? Die Alps zerstören die Natur. Das können wir nicht zulassen. Sie müssen alle sterben. Ihre Mutantenbrut eingeschlossen. Mhm. Gibt es auch etwas, das du nicht umbringen willst? Ja, alles außer Alps, ne? Für mich hört sich... Was für mich
hört sich es fast so an, das ist ja kein Deutsch, oder? Als würdest du die Alps um ihre Macht beneiden. Was? Spinnst, das kannst du nicht sagen. Das obere. Gibt es auch etwas, das du nicht umbringen willst? Blöde Frage. Unsere Gründerväter wussten schon, dass man verflucht vorsichtig sein muss, wem man Vertrauen schenkt. Sie haben uns gelehrt, dass unser Eins keiner Versuchung nachgeben darf, die außerhalb unserer Mauern auf uns wartet. Und sie taten gut daran. Schließlich haben sie als Erste miterlebt, was für abartige Züge die Technik beinhaltet. Jeder, der einen Mutanten zu Gesicht bekommen hat, kann das nicht leugnen. Für mich hört es sich fast so an, als würdest du beneiden. Im Ernst? Boah, das ist heftig. Für mich hört es sich fast so an, als würdest du die Alps um ihre Macht beneiden. Ha! Ein voll ausgebildeter Alp-Commander oder gar ein Elexitor mag ja ein mächtiger Mann sein. Aber die wahre Macht findest du nur im Siegeswillen und im Kampfgeist. Du siehst jedenfalls nicht so aus, als hättest du die Kräfte eines Alp-Commanders, oder? Nein, aber mit der richtigen Menge Elex und der entsprechenden Ausrüstung. Wärst du nur ein weiterer Handlanger in der Reihe ihrer seelenlosen Marionetten? Naja. Ach, egal. Lassen wir das. Kümmere dich besser um deine Kampfkraft. Es gibt viele Möglichkeiten, diesen Krieg zu gewinnen. Ein starkes Schwert, unsere ebenfalls sehr effektive Kampfmagie und ein starker Wille werden dich voranbringen, Freundchen. Aber Spinnerei gehört eindeutig nicht dazu. Ach komm, ein bisschen Spinnen hat doch keinem geschadet. Du willst Alps jagen? Du willst Alps jagen? Offensichtlich hast du ein gewisses Interesse daran. Meldest du dich etwa freiwillig nach ihnen zu suchen? Wenn ich das tue, dann nicht für einen Hungerlohn. Ja, eigentlich nicht. Und wenn dem so wäre, ja, dann tun wir halt ums Honig, ums Maul und so weiter. Und ne? Wenn dem so wäre? Dann hätte ich einige Informationen für dich. Als meine Männer überfallen wurden, haben scheinbar einige Kreaturen ihre Leichen herumgezerrt. Sodass jetzt nicht mehr ganz eindeutig ist, wo es passierte. Ich konnte den Bereich auf 3 Orte eingrenzen, die sehr wahrscheinlich sind. Solltest du da vorbeikommen und du findest tatsächlich einige Blasshäute, dann erledige sie sofort, bevor sie wieder abziehen. Je mehr wir von ihnen erledigen, umso sicherer wird unsere Stadt. Aha. Wo genau soll ich nach deinen verschwundenen Männern suchen? Wenn du am großen Aufzug den Weg ins Tal der Verbannten nimmst, kommst du in eine alte Ruinenstätte mit vielen größeren Ruinen. In diesen Ruinen könnten sie gewesen sein. Du solltest sie gründlich durchsuchen. Aber sei vorsichtig vor kriminellen Verbanden. Falls du meine Männer dort nicht findest, dann such die Ruinen am Roten Fluss ab. Möglicherweise hast du da Erfolg. Der Rote Fluss ist der Bereich westlich der Ruinenstätte. Alles klar. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Ja. Ja, mit Freuden. Überleben, das ist schön. Rüstung. Erhöht den Schutz der Rüstung mit jeder Stufe. Boah, das ist auch eine feine Geschichte. Tiertrophäen. Erlaubt dir besondere Trophäen als aus Tieren zu erbeuten. Das ist halt auch eine feine Geschichte. Ha. Das wäre gar nicht so teuer. Geschicklichkeit müsste man halt skillen. 5 Punkte wird man nur brauchen. Die könnte man theoretisch opfern. Die anderen 5 können wir dafür wieder in diese, in den anderen Dings rein und so weiter. Und Geld brauchen wir halt schon wieder. Guter Esser erhöht die Wirkung, die du aus Nahrung gewinnst. Super, so eine Art Son Goku. Strahlungsresistenz, Feuerresistenz, Frost, Gift. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Tiertrophäen, das würde mich schon ansprechen. Du bleibst ja hier, ne? Sehr brav. Ich muss nur einen Händler suchen. Wen haben wir da vorne? Ist hier dieser... Da war dieser Alvor, ne? Angrim, sowas, Entschuldigung. Ja, ich bin durcheinander. Zu viele Namen. Das ist zu viel. Okay. Dann brauche ich einen Händler. Der Schmied ist, denke ich, auf und davon gestürmt. Der ist... Was wenn haben wir da? Ein Waffenhändler. Ja, supi, hallo. Du bist in Ordnung.
Danke, das ist aber nett. So freundlich wird man selten begrüßt. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Verstanden. Geht's dem gut? Ein Breitschwert. Ich schau mal. Was können wir eigentlich? Die Eisenstange ist eh klar. Eine Metallschwinge. Das schaut aus wie eine Axt. Kostet halt eine Kleinigkeit. Schild gibt's auch. Aha. Ja, das ist. Es gibt. Ach so? Finsetzerbogen, schau mal. Man kann den zwar führen, aber man kann zwei Fähigkeiten noch freischalten: Suchender Pfeil und Fächerschuss. Ah, cool. Aber ansonsten muss ich das Ganze erstmal skillen hier, ne? Ja, Pfeile haben wir eh genug. Ich glaube, da brauchen wir derweil keine. Lassen wir es halt mal gut sein, den merken wir uns. Ich hoffe, der ist auf der Karte markiert, als Händler. Verdammte Technik. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Kampflehrer, Waffen, Rüstungsschmied, das ist super. Sind alle spitzenmäßig markiert, das gefällt mir gut. Passt. Ja, Technik. Technik. So. Quest, was macht man als nächstes? Ah ja, stimmt. Alter, ich bin so blöd. Ich wollte ja zu dem mal hin. Ich port mich gleich mal. So. Ah ja, ich wollte noch... Ach, ich wollte vieles. Ich wollte ja noch das Meditiertrophäen auch noch lernen. Mann, ich bin doof. Ah. Ja, mein Kopf und so, ne? Ist nicht das Beste. Ist nicht das Beste. Ich wollte ja Sachen verkaufen. Ich wollte ja diese Fähigkeit lernen. Die muss ich unbedingt machen. Ah, ich Doofkopf. Weil ich einfach weiter will und mehr entdecken. Verdammte Technik. So, nochmal. Also, ich will verkaufen. Tut mir leid. So, Waffe. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Nochmals. Verstanden. Und kauf mir bitte was ab. Ich hoffe, ich habe noch irgendwas Brauchbares. Ja. Beziehungsweise irgendwas mit Wert. Wir brauchen 250 insgesamt, ne? Das Fleisch will ich nicht hergeben. Das ist unsere eiserne Lebensversicherung, sag ich mal. Rohes Fleisch habe ich auch noch immer. Echt? Aha. Muss ich mal was braten, glaube ich. Die Pflänzchen will ich auch behalten, ehrlich gesagt. Da wäre schon bald besser, Tränke, die ich nicht brauche, wegzutun. Mana-Trank brauche ich aber. Für später. Energiespeicher. Ja, der ist auch nicht viel wert. Bringt sie fast nichts. Wenn ich da nochmal ein paar Zigaretten verkaufe, habe ich schon bald, habe ich nur mehr 80. Kann ich mir auch schon aus den Haaren schmieren. Ja, was mache ich da? Was mache ich da? Das ist ja alles nicht viel wert. Ich weiß auch nicht, ob wir diese Schriftstücke verkaufen dürfen. Da habe ich auch keine Ahnung. Ob das nicht eventuell questbedingt noch wichtig sein könnte. Goldbrocken. Weißt was, ich nehme mal Metallschrott, da gebe ich mal 10 her. Auch wenn wir es zum Basteln brauchen, ich brauche momentan Geld. Fehlt immer noch ein 100er fast. Das kriege ich gar nicht zusammen, ne? Das ist echt ein Topfen. Da muss ich schon fast die Tränke hergeben. Ich nehme da mal 2. Und was haben wir noch? Es fehlen noch 31, ne?
Ja, von denen nehmen wir 3 und dann ist aber gut. Und irgendwas mit... Ah, passt, haben wir genug. So, dann lernen wir das schnell. Dann tun wir das schnell lernen und dann tun wir ein Part beenden. So. Dann habe ich genug Zeit vertrödelt wieder. Servus. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Ja. Weil das mit den Tiertrophäen... Ach so, die Geschicklichkeit. Ich bin so doof. Möchte ich schon gern können, weil das bringt gutes Geld. Wir wissen es ja von Goffig auch. Geschicklichkeit war das mit 5, nicht wahr? Und dann können wir bei Gerissenheit auch schon die 5 dazugeben, weil die brauchen wir ja bald, würde ich sagen. Und dann haben wir noch 6 übrig. Wunderprächtig. Okay, also wir tun das übernehmen. So. Und lernen. Bring mir etwas bei. Ja. Und zwar die Tiertrophäen, bitte einmal. Ja. Tschack, sehr gut. Überleben plus 1. Tiertrophäen gelernt. Super. Großartig. So, dann können wir den Part beenden. Ja, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!